Gepredigt wird in der ganzen Welt.
Thank you.
geholfen einer, mit Namen Judas Iskariot, zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihn 30 Silberlinge. Und von wem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn thank you.
ersten Tage der süßen Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm. Verriet und sprach, bin ich selbst.
nahm den Kelch und dankete, gab ihnen den und sprach: Oh.
den Hirten schlagen, wo die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. An dir ärgerten, so will ich doch mich nimmer mehr ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, da kam Jesus.
der Nis Gethsemane und sprach zu seinen Jüngern: Setze dich hin, bis das ich dorthin gehe und bin.
Auf sein Angesicht und
Dieser Welt gewohnt.
Jesus aber sprach zu ihm.
Hände an Jesu und riefen thank you.
Jüngsten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm nach von Ferne, bis in den Palast des hohen Priesters, und ging hinein und setzte sich bei den Knechten, auf das er sehe, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsche Zeugnis wider Jesu, auf das sie ihn töteten und fanden
sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seiest Christus, der Sohn Gottes. Thank you.
über Jesus, dass sie ihn töteten, umbanden ihn, führeten ihn hin und überall wartete ihn dem Landpfleger Pontius Pilatus. Da das sei Judas, der ihn verraten hatte, dafür verdammt war zum Tode, gereihete es ihm und brachte er wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ich uns schuldig Blut verraten habe. Meinen Jesum wieder, meinen Jesum.
Schickete sein Weib zu ihm und ließ ihn sagen,
Oh,
und sprachen: Aus dem und wusch die Hände vor dem Feuer und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, sehet ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Oh,
Thank you.
Menschen von Kyrene mit Namen Simon, den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Ja, freilich will in uns das Fleisch und Blut zum Kreuz gezwungen sein, je mir es unter Seele gut, je Thank you.
das Kreuz, so will ich sagen, mein Jesu, liebe siebener, komm süßes Kreuz, so will ich sagen, mein Jesu, gib es immer auf die Mörder, die mit ihm gekommen.
sechsten Stunde an ward eine Finsternis über das ganze Land bis zu der neunten Stunde. Und die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach: Eli, Eli, lama, lama. Aber die da stunden, da sie das hörten, sprachen sie: Und da blieb einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn. Die anderen aber sprachen: Thank you.
bei ihm waren und bewahreten Jesus, da sie sahen, dass er beben und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Seele, bitte du,
schaute ihn in ein Reinleinwand und legte ihn in sein eigenes Grab, welches er hatte lassen in einen Felshaufen und wälzete einen großen Stein vor die Tür des Grabes. Nach dem Rüsttage kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Das Grab mit Hütern und war sie.